Moin moin Leute, zu einer weiteren Folge Landazoom mit Story. Jo, man sieht, ich bin mit der Omi unterwegs. Mit einem 5-Stunden Flug hinter. Wir sind am Wiese umbrechen. Und ja, erstmal eine Sache, kleine Werbung ein bisschen. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Giants Partner und wenn man mich kostenlos unterstützen will beim LS kaufen oder DLC kaufen, kann man den Code Paulus, alles groß geschrieben, eingeben. Damit würdet ihr mich unterstützen und ich würde mich freuen, wenn es ein paar machen würden. Und ja, wir fliegen jetzt hier die Wiese, brechen wir um. Ich habe sie gestern, ja, gestern gemulcht. Maishäckseln haben wir ja auch bei den einen Landwirt gemacht, da bei Danny oben. Unseren eigenen Mais müssen wir auch noch machen. Es kommt noch ein bisschen was. Wissen haben wir noch was zu tun. Ja, wie gesagt, wir fliegen jetzt hier, brechen hier die Wiese jetzt um. Hier wird dann ja wahrscheinlich ein Getreideacker entstehen. Müssen wir mal schauen, was wir noch machen. Und dann oben auf unserem Rapsfeld, wo ihr ja nur die Bilder gesehen habt im Discord von, da wird die neue Wiese entstehen. Wahrscheinlich so für 2, 3 Season-Spieljahre hier auf dem Server. Oder so. Müssen wir mal schauen. Und auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt in den Zeitraffer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß.
It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know. Everything will be So, dann melde ich mich wieder. Wir sind fertig mit Flügen. Flug habe ich schon hier abgehangen. Den machen wir später sauber, weil wir müssen jetzt noch los. Nochmal losfahren. Tanken müssen wir auch noch vielleicht ein bisschen. Wir fahren jetzt los, unseren Öl noch einarbeiten. So, ich glaube, unsere Diesel-Tankstelle ist jetzt leer. Müssen wir auch noch mal neu holen. So, jetzt hängen wir den Kuba von Lona hinter. 5,7 Meter. Und dann geht er ab von Köckerling. Fahren wir zu unserer Rapsfläche. Und dann würde ich sagen, werde ich dann da, wenn ich angekommen bin, einen Zeitraffer machen. Und ja, wir fahren jetzt dahin und dann sieht man sich dann auf dem Feld nochmal in Zeitraffer bei Groban ein bisschen. It don't matter.